So Leute, wir sind im neuen Monat. Yay! Wir haben es geschafft. Wir haben den Februar hinter uns gebracht. Februar war ein sehr kurzer Monat. Wie wir alle wissen, ist Februar nicht so der längste Monat. Dementsprechend passt das schon. Und deswegen möchte ich euch einmal kurz den Rückblick geben. Was haben wir letzten Monat alles gehabt? Erstens, vielen Dank für die vielen Kommentare. Das ist unsagbar, was ich jetzt im Februar und auch im Januar an Kommentaren bekommen habe. Wahnsinnig. Also ich meine, ich kann das gar nicht beschreiben, wie sehr mich das freut. Das ist so großartig und ich bin euch so dankbar dafür. Deswegen danke dafür. Ich hoffe, mein Content ist es auch weiterhin wert, dass ihr Kommentare schreibt, dass wir uns einfach besser darüber unterhalten können oder auch über Dinge diskutieren können oder ähnliches. Wir hatten diesen Monat ein wenig viel Content gegen Ende, weil wir hatten das Problem, es ist eigentlich was Schönes. Die Bandit-List kam. Die Legacy-Bandit-List ist für mich ja die relevanteste Bandit-List. Für alles andere habe ich bei Radio Ravnica auch so ein bisschen drüber geredet. Die Legacy-Bandit-List ist gut. Mir fehlt persönlich der Ugo da drauf. Ich will dieses Ding einfach aus den Füßen haben. Ich will mir gar keine Gedanken mehr darüber machen. Aber ansonsten fand ich die Bandit-List gut. Sie hat aber dazu geführt, dass ich zwei Deck-Tags, die ich noch auf Lager hatte, leider Gottes sehr schnell hintereinander raushauen muss. Das war das Ruck Delver und auch gleichzeitig das World Gorger Dragon, die einfach ich raushauen musste, weil bevor ich sie lösche, dachte ich mir, gebe ich euch die beiden Deck-Tags. Dazu kamen dann noch Deck-Tags von Frederik, der den Miracle-Mentor-Weg jetzt wieder geht, nachdem Oko und Snow sozusagen unspielbar geworden sind. Und er hat relativ schnell reagiert, hat gesagt, hey Blacky, ich komme vorbei, ich mache dir einen Deck-Tag, schon die neuen Sachen rein und gib ihm. Ebenfalls habe ich einen Deck-Tag gekriegt vom guten Max vom Eternal Battlegrounds. Das war ein 4-Color Loam, da war noch Oko mit drin. Er hat auf seinem Channel ein Update dazu gemacht, wie er jetzt blau gekickt hat und wieder rot spielt. Wenn euch das Deck also interessiert und wenn ihr mehr von diesem guten Mann sehen wollt, könnt ihr da auf jeden Fall mal drüben schauen. Es sind nicht nur noch Streams, die er hochlädt, sondern er macht auch explizit Videos, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Dann kam natürlich die große Ankündigung endlich wieder. Ich habe wieder Gameplay für euch. Mein neuer Rechner ist jetzt da, ist jetzt schon seit fast einem Monat da und ist auch gut in Gebrauch und ich rendere im laufenden Band für euch Videos. Eben auch Gameplay und da hatten wir einige richtig coole Matches. Wir hatten Ninjas gegen Sneakshow, Moon gegen Sneakshow, Grixis Delver, was nicht mehr legal war, als hochgeladen wurde, gegen Esperweil. Wunderschönes Gameplay und dazu noch passend zu dem Deck-Tag Mentor Miracles, auch das Gameplay Mentor Miracles gegen Death and Taxes. Wenn ihr die Gameplays noch nicht gesehen habt, gönnt euch die. Die sind richtig schön und auch nochmal danke dafür die ganzen Leute, die mir helfen beim Kommentieren, beim Aufnehmen, die sich da vom Gedanken und Mühe machen. Vielen, vielen Dank da an meine Crew. Das ist echt der Hammer, was wir hier leisten. Und ich hoffe, euch gefallen die Sachen, die wir machen. Und ich sehe ja auch, wie die Zahlen sind und ich Gameplays sind ein wichtiger Teil dieses Kanals. Auch ein wichtiger Teil dieses Kanals ist der Blacky Talk. Einmal im Monat mache ich einen Blacky Talk, wo ich ein Thema aufgreife, über das ich reden möchte und wo ich euch einfach meine Meinung dazu sage. Diesen Monat, beziehungsweise letzten Monat, war das eben mein Lieblingsformat Legacy. Ich habe euch erklärt, warum Legacy mein Lieblingsformat ist, wie Legacy entstanden ist, was ich an Legacy gut finde, was ich weiß, was die Nachteile von Legacy sind und warum ich es trotzdem weiter spiele und immer noch als das beste Format in Magic halte. An Openings hatten wir die beiden Commander-Decks von Zendika Rising, die sind überhaupt nicht gut angekommen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die alle schon gesehen haben und ich einfach spät zur Party bin. Mal wieder. Das wird mir noch öfter passieren. Gerade mit diesen Openings bin ich nicht so auf Zack, weil manchmal sehe ich gute Produkte nicht oder weiß einfach noch nicht, welches Produkt ich in einem Monat hochladen möchte oder euch zeigen möchte. Und deshalb, meine Meinung zu den Commander-Decks gibt es in den Videos, aber ich kann euch halt das Rad nicht neu erfinden. Wenn ihr das Deck schon tausendmal geöffnet gesehen habt, wollt ihr es bei mir natürlich nicht auch noch sehen. Kann ich verstehen. Ich habe sie trotzdem für Vollständigkeit halber einfach mal hochgeladen. Dazu kam natürlich noch die Playmat von Tim Soart. Hammerteil, benutze ich auch immer wieder in den Gameplays. Wenn ihr wissen wollt, wie ich darauf reagiert habe, als ich sie ausgepackt habe, ich habe ein Video dazu gemacht. Und dazu kam noch ein Opening von einem Gift-Bundle am 4. Februar, weil das halt mittlerweile Standard ist bei mir, dass das da kommt. Und dann zwei Videos, wovon das dritte jetzt auch demnächst hochkommt, was ich feiere, dass ihr das so gut annehmt, oder zumindest gut annehmt. Ich hatte ein bisschen Panik darum, und zwar Game Modes. Die ersten Game Modes waren grausam von den Zahlen für das, was ich mir da an Mühe reingesteckt habe und Zeit reingesteckt habe, Bearbeitung reingesteckt habe. Es kamen Face the Hydra und For the Horde.
Es kommt noch Defeat a God. Das sind die drei Sachen aus Theros. Ich hoffe, dass ihr euch die ebenfalls anschaut, weil die sind gerade in der jetzigen Zeit, wo man sich nicht andauernd mit Leuten treffen kann zum Spielen oder ähnliches, einfach mal was Cooles, um Solo-Play aus Magic zu machen, damit man eben nicht den Kontakt zu seinen Karten verliert und die ganze Zeit nur auf Magic Online rumhängt. Oder Magic Arena für die Leute, die eben Standard zum Beispiel spielen. Ich mag die Spielmodis von Magic und deshalb werde ich da auch mehr Videos zu machen und noch ein paar Videos zu machen. Ich möchte euch das nicht vorenthalten. Gerade nicht, weil ich sie daheim rumliegen habe und dann kann ich auch Videos dazu machen. Dazu kamen natürlich noch haufenweise Booster links und rechts, irgendwelche Promo-Packs von Kaldheim sogar noch. Natürlich der Kaldheim Release, also nicht der Pre-Release, sondern wirklich der Release. Da kamen auch noch ein paar Booster dazu. Und das war es, was letzten Monat alles kam. Es war eine Menge, es war wirklich eine Menge. Ich muss schauen, dass ich runterslowe. Ich habe halt so viele Ideen und so viel Lust, Videos für euch zu machen. Ich weiß, ein paar Leute sind davon genervt, dass ich so unendlich viele Videos mache. Die haben keine Zeit, die zu schauen oder finden den Content doof und ich soll einfach die ganze Zeit in Gameplays stecken oder. Aber das schaffe ich nicht. Dementsprechend, ich will euch das zeigen, also mache ich das auch weiter. Es tut mir leid für die Leute, die es nicht mögen. Und damit kommen wir direkt zum März. Was habe ich im März vor? Natürlich kommen mehr Gameplays, also nicht mehr Gameplays, sondern wieder Gameplays. Es kommen zwei Decktags, es kommen zwei Openings. Das ist ja der Standard auf meinem Channel. Zusätzlich halt dazu noch die ganzen Booster. Es kommt jetzt auch noch irgendwann demnächst ein Blackie erklärt, weil ich etwas gefragt wurde zu einer Interaktion bzw. zu einer Karte, ob die im Legacy gut ist, warum sie im Legacy gut ist oder auch in anderen Formaten ganz gut ist. Dieses Blackie erklärt kommt irgendwann dann noch zwischendrin. Blackie Talk kommt natürlich wieder einmal im Monat, ist Pflicht, für mich zumindest. Und ansonsten habe ich nur noch geplant, entweder euch noch ein paar Game Modes zu zeigen, weil ich habe, wie gesagt, noch ein paar rumliegen, oder auf eine Frage einzugehen, die schon oft gefragt wurde. Blackie, wie ist das mit dem Judgen? Wie werde ich Judge? Wie arbeite ich damit? Da habe ich eine Videoreihe, die ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres angefangen habe zu produzieren, die echt eine Menge Zeit gefressen hat und auch eine Menge Nachforschungen und sehr, sehr viele Leute in den Wahnsinn getrieben hat, weil ich sie an und gefragt habe. Das werde ich auch noch diesen Monat hochladen. Die Game Modes kommen dann vielleicht gegen Ende, wenn sie nicht im April kommen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da muss ich eben schauen, wie ich das mit dem Hochladen mache, damit ich euch nicht allzu sehr zuspamme. Weil 4 bis 5 Videos die Woche ist schon ziemlich viel. Ich hatte teilweise jetzt Wochen, wo ich 7 Videos hochgeladen habe oder 6 Videos hochgeladen habe. Ansonsten habe ich natürlich vor, weiterhin euch zu unterhalten und viele, viele Videos zu produzieren. Auch mit anderen YouTubern habe ich jetzt aktuell noch so 2-3 Sachen in petto, die ich machen möchte. Mal gucken, ob das zustande kommt. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt oder 7 Videos die Woche immer noch nicht genug sind von mir, Radio Ravnica beim Liegen Gamery, da bin ich auch dabei. Da könnt ihr im Podcast immer wieder euch meine Meinung, unsere Themen anhören zu News, Neuheiten, Sachen, die in Magic neu gerade aktuell auch passieren. Dinge, die ich auf meinem Kanal eher weniger behandle, die behandle ich dann dort mit dem guten Gamery im Podcast. Aber ansonsten kann ich euch zur Zukunft nicht so viel sagen, weil ich selber noch nicht weiß, was da alles noch auf uns zukommt. Wie gesagt, eine Menge ist geplant, aber gerade so die Filler-Materialien, die fressen halt eine Menge Zeit. Und deswegen freue ich mich, wenn es wie bei Face the Hydra die Leute ein bisschen aufnehmen und sagen, hey, das hat mir Spaß gemacht, das gucke ich nochmal. Oder hey, da gucke ich die Serie weiter, das fand ich richtig cool. Und dann kommen wir zu dem, was vielleicht schon ein paar Leute drauf gewartet haben, hoffe ich zumindest, mein Kanal des Monats im Februar 2021. Zuallererst vielen, vielen, vielen lieben Dank an den Tobi von Elder Demon Highlander für dieses großartige Symbol, was er auch bei sich schon eingebaut hat. Ich werde mal gucken, ich werde es rumschicken, mal gucken, wer Bock hat, das reinzubauen oder wer nicht. Für Februar ist es auf jeden Fall der gute Max mit Eternal Battlegrounds. Ich habe unendlich viel Stream-Material von ihm geschaut. Ich habe das Opening von ihm geschaut, weil er auch bei unserer Challenge mitgemacht hat, nachträglich. Ich habe mir natürlich die Anpassung an die Bannings angeguckt von seinem Deck und natürlich auch, wie gesagt, viele Streams angeguckt, auch live angeguckt, auf YouTube angeguckt. Kanal des Monats ist für mich eben nicht nur YouTube, sondern es kann auch Twitch sein. Und in diesem Fall ist es einfach beides. Der gute Max von Eternal Battlegrounds macht eine richtige Menge. Er hat sehr hohe Qualitätsansprüche, finde ich, wenn er nicht gerade vergisst, den Ton anzumachen und macht einfach einen super Job darin, euch Gameplays zu liefern, noch und nöcher. Gerade weil ja auf meinem Channel ganz oft gesagt wird, hey Blackie, wir würden gerne mehr Legacy-Gameplays haben mit Paper-Karten.
Da, beim Eternal Battlegrounds, könnt ihr noch mehr davon sehen. Aber nicht vergessen, bei mir kommen die sonntags auch. Ich finde es jetzt auch besonders cool, dass einfach ein paar Videos exklusiv für YouTube produziert wurden. Und das ist für mich so der Anreiz gewesen, eben auch mehr auf YouTube zu schauen, von ihm noch von alten Sachen. Weil auf Twitch bin ich ja nun mal nicht so aktiv, das wisst ihr ja. Bin ich darüber sehr glücklich, dass der Mann jetzt mehr auf YouTube macht. Und deshalb kriegt er mein Emblem für den Kanal des Monats, Februar 2021. Ich glaube, ich habe auch einfach die meiste Zeit diesen Monat diesen Kanal geguckt. Ja, das war ein kurzes Update-Video darüber, was letzten Monat war, was diesen Monat kommt und über den Kanal des Monats. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch gefällt, was ich auf meinem Kanal mache, bitte, bitte, bitte vergesst nicht, die Videos zu liken, mich zu abonnieren, denn so zeigt ihr mir, dass ihr noch mehr Bock drauf habt und dann habe ich mehr Bock und dann werden die Videos toller und alles wird großartiger und ja, ansonsten, wenn ihr mir was schreiben wollt, wenn ihr mich erreichen wollt, ich habe Instagram, ich habe Facebook, mittlerweile nutze ich auch regelmäßig Twitter. Oder ihr schreibt es mir hier in die Kommentare, ich versuche einfach auf jeden Kommentar auch zu beantworten. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.